Der Blinddarm in meinem Körper. Aus Filmen und Schule weiß man, der Blinddarm hatte mal eine Funktion. Nur weiß ich es mittlerweile besser. Früher war es nicht unbedingt lebensnotwendig, einen Blinddarm zu haben, aber er hatte Zweck und Platz im Körper. Heute, viele Jahre später, ist dieser fast nutzlos. Früher hat er sich um all das Unverdaute im Leben gekümmert. Er hat Antikörper gegen böse Bakterien ausgesendet. Heutzutage betreibt er zwar noch Immunabwehr, aber entzündet sich dabei, vergrößert seine Oberfläche auf ein Vielfaches. Das tut er so lange, bis er dann auf einmal platzt. Makaber, dich damit zu vergleichen, kann sein, aber angebracht. Auch du hattest mal eine fast lebensnotwendige Bedeutung für mich, hast dich mit all den Scheiß in meinem Leben beschäftigt und diesen verdaulich gemacht, hast Antikörper gegen das Böse ausgesendet, um es schlussendlich zu besiegen. Temporär betrachtet warst du wie ein Blinddarm aus einer anderen Zeit. Mittlerweile hast du leider auch deine Funktion verloren, vergrößerst dich beim Wiedersehen immer wieder aufs Neue, nimmst sie dann Größe, Schmerzen und Bedeutung zu. Damals hättest du die Entzündung bekämpft, heutzutage bist du die Entzündung. Denkst du, hättest immer noch die gleiche Funktion. Leider sprach die Evolution meiner Gedanken gegen dich. Nicht, dass ich mir den Funktionsverlust je gewünscht hätte, aber er ist eingetreten. Das Nachdenken über bessere Zeiten ist zwar manchmal entzündungshemmend, aber auch das bringt die damalige Bedeutung nicht mehr zurück. Bist wie ein Teil meines Darms, nur eine gefährliche Platzverschwendung. Es gibt nur einen Unterschied. Der Blinddarm kann bei größeren Schmerzen einfach entfernt werden und ist schnell vergessen. Du hingegen bleibst wohl für immer. Die einzige Hoffnung, die ich habe, dass auch irgendwann du die Bedeutung verlierst. Der funktionelle Verlust ist nämlich schon lange eingetreten.